Hallo, mein Name ist Christoph Lautenschläger und ich begrüße euch von der Cup 2016. Folgende möchte ich euch einen Rig vorstellen, welches ich speziell verwende, wenn ich vom Boot ablegen kann. Ich also gewährleisten kann, dass ich nicht werfen muss und dass das Rig nicht verheddert während des Wurfes. Das Ganze ist ein Kombi-Link-Vorfach, gebunden aus unserem Reptilien-Coated-Material. Ich habe es ganz einfach so gemacht, dass ich das Coating ungefähr die ersten 7-8 cm entfernt habe, um vorne am Haken gewährleisten zu können, dass ich den Haken flexibel drehen kann, dass ich also Flexibilität im vorderen Teil des Rigs habe. Danach wird das Ganze versteift, das heißt, hier ist das Material, das Coating-Material noch auf dem Rig drauf. Speziell mit austarierten Ködern kann ich so gewährleisten, dass sich das Rig schön streckt und genau so an den Boden legt. Es gibt an dem Rig noch ein, zwei interessante Komponenten. Und zwar sind das im Speziellen unser Tangle Sleeve, ganz wichtig, das ist ein Tungsten-Tangle Sleeve. Also hier ist ein Bleikern mit eingearbeitet. Man merkt es auch wirklich, wenn man diesen Sleeve in die Hand nimmt, er ist schwer. Er drückt das Rig schön an den Boden und gewährleistet, dass das Rig sich nicht verheddern kann, aufgrund der Tatsache, dass wir es hier in dieser Area natürlich etwas versteift haben. Dazu habe ich auf dem Übergang von dem Coating-Material zu dem Part, wo ich das Coating abgenommen habe, eine von unseren Tungsten-Beans draufgepackt. Und zwar sind das ebenfalls kleine Bleischrote. Ihr kennt das, die kann man ganz einfach auf das Rig draufschieben und dadurch bekommen wir hier einen kleinen Schwerepunkt auf dem Rig. Das ist natürlich ganz wichtig, dass wir es hier etwas verschwert haben, damit der Haken sich schön drehen kann, wenn der Karpfen das Rig aufnimmt. Kombiniert habe ich das Rig vorne am Haar mit einem Leineliner. Das sind unsere fertigen Leineliner, die wir so anbieten. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe den Leineliner ein wenig gekürzt, habe hier von ungefähr 1 cm circa abgeschnitten, um einfach nur hier unten am Rig einen kleinen Kicker zu haben, damit das Rig sich wirklich perfekt dreht. Und man sieht das auch, dieser kleine Kicker ist völlig ausreichend dafür, dass das Rig sich jedes Mal sehr, sehr früh und sehr, sehr schnell und aggressiv in die Unterlippe des Hakens greift, des Karpfen greift. Kombiniert habe ich das ganz klassisch vorne mit einem kleinen Rigring, um zu gewährleisten, dass das Rig die mögliche, nötige Flexibilität hat, der Haken nach hinten wegfällt, wenn der Karpfen das Rig einsaugt. Man sieht das im Prinzip auch so, der Haken greift in das Karpfenmaul und dabei fliegt der Boy nach unten und bewerkstelligt so nochmal den besseren Hakeffekt. Die Produkte, die ich dafür verwendet habe, sind folgende. Angefangen mit dem Vorfachmaterial, das ist das Reptilian Coated Material. Das ist an dieser Stelle hier in 15 Lips, also eigentlich ein recht sanftes Material. Das gibt es in Stärken bis zu 45 Lips. Ich hatte das gerade anfangs gesagt. Unsere Tungsten Anti-Tangle Sleeve aus der Downforce-Serie, das heißt also mit einem Bleikern eingearbeitet, dass das Rig schön am Grund bleibt. Unsere Tungsten Mega Drop Skinners, ganz einfach auf die Schnur draufschieben. Man muss keinen Knebler mehr benutzen oder sonstiges und die kann man auch wiederverwenden. Dazu noch Leineliner, jetzt hier in der Größe L. Ich nutze einen 6er Haken, das ist unser XC2 Haken, hier in der Barbless Version. Das passt perfekt mit dem Anti-Tangle Sleeve in der Größe L. Und wenn ihr 8er Haken benutzt, dann gibt es die Leineliner auch in der Größe M. Das war's. Ich danke euch.